Episode Was kann das Kevin? Ich bin's Marvin. Heute Five Guys versus KFC, Leute. Und zwar Five Guys. Hab noch nie eigentlich. Hab ich einmal in meinem Leben gegessen, glaube ich. Ich glaube ich auch. Danach nie wieder. Ja. Ist ja sehr gehypt in den USA und so. Ist auch ein guter Burger, aber ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht überkrass. Aber ich weiß nicht mehr so ganz. Ja, ist sehr lange her, ne? Extrem locker, 5 Jahre oder so her. Und KFC habe ich auch sehr lange nicht mehr gegessen. Deswegen sehr interessant. KFC versus Five Guys. Versus Five Guys. Und mal sehen, was geht. Genau. Und das Ganze wieder im Versus-Style. Wir haben die Speiseglocken am Start, Leute. Hier drunter befindet sich entweder Five Guys oder KFC. Der seine Glocke bekommt, muss das essen, was vor ihm ist. So sieht's aus. Und ja, Mann, ich habe heute mal Bock nur auf Five Guys. Ah, nee, KFC ist auch geil. Aber ich will mal was Neues probieren, und zwar Five Guys. Ja. Vielleicht wird es geil abgemischt. Mal schauen. Leute, für eine neue Versus-Challenge brauchen wir wie viele Likes? Leute, bei 20.000 Likes kommt eine weitere heftige Versus-Challenge. Schreibt doch eure Ideen in die Kommentare. Da kommt ihr vielleicht dran. Macht die Likes voll, Leute. Likes voll machen. Und schreibt in die Kommentare, was für eine Versus-Challenge ihr als nächstes sehen wollt. Yes. Und wir starten die erste Runde. Würde sagen, erste Runde. Du machst die Augen zu. Let's go. Okay. Stopp. So. Okay. Hey. Jetzt ruhig. Hey. Guck mal die hier, die du ganz gierig haben wolltest. Aber einfach nur Instinkt, ne? Na, mal gucken, was hier drunter ist. Okay. Okay. 3, 2, 1. Yo! KFC. Ein fetter Five Guys Burger, Leute. Ein sehr knuspriger Burger, Digga. Boah, guck mal, wie fett der ist jetzt schon. Was ist das für ein Burger? Steht das hier? Classic-Burger. Alter. Oh mein Gott. Sehr riesig. Boah. Die sind immer in Alufolie verpackt. Ah. Auch wenn ihr die frisch holt, Leute. Das deswegen schon mal, ne? Sind die immer sehr saftig. Krass. Leute, boah, wie groß der ist. KFC-Burger? Wie heißt der eigentlich, ne? Hier steht Classic-Burger drauf. Classic-Burger, ne? Colonel Sanders. Genau, auf jeden Fall. Boah, Alter, ist ja richtig viel Saft. Boah, das ist echt ein American Beef. Guck mal, Gurken, Tomate. Also, der ist echt mächtig, ne? Was ist das? Triple Patty? Boah. Nee, Double. Und Bacon auch noch, ne? Double Patty. Und sieht unten ist Bacon auch noch drin. Boah, also ist mächtig. Ich hab hier so einen schönen Bacon. Ja, sieht auch geil aus. Bin gespannt. Okay. Ich bin krass gespannt. Five Guys. Ja, man, wer ist denn da? Alter, stimmt ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt jetzt leider. Aber es ist auf jeden Fall Double Patty. Krank aus, ne? Ich glaube, Bacon Burger ist das. Los, mal an. Cheers. Cheers. Und wir genießen. Boah. Krass Käse drauf. Krasse Soße. Also, ich muss sagen, für KFC, krasser Burger. Boah, das ist richtig lecker. Boah, doch, habe ich unterschätzt. Also Bacon Burger, Five Guys, kann man essen auf jeden Fall. Der ist aber auch wuchtig, ey, für einen Classic Burger. Boah, ich muss sagen, gefällt mir extrem. Also der ist so richtig saftig, weil der ja in Alufolie eingepackt ist. Das heißt, der ganze Saft geht in den Patty rein. Ah, nice. Und das voll viel Tomate, Gurke, das gefällt mir. Also richtig, auch sehr frisch, ne? Richtig frischer sehr Burger. Geil, sehr geil. Leute. Bei meinem vermisse ich eine Tomate. Ich habe nur ein bisschen Grünzeug und naja, das schmeckt mir jetzt nicht so krass aus, aber ja, das ist, ja lecker, ist nicht schlecht, der Burger. Kann man nicht meckern, auf jeden Fall. So, Runde 2. Zweite Runde, Leute. Yes. Okay, ich bin dran zu drehen. Let's go. Wo ist das Five Guys? Wo ist das Five Guys? Stopp. Nimmst du die? Diesmal fühle ich. Ich hoffe, Five Guys diesmal. Hab ich Bock drauf? Ich würde sagen, ich bleib bei der. Okay, ich nehme dann diese. Alles klar. Bist du bereit, Digga? I'm ready. Und 3, 2, 1. Boah. Nein. Oh mein Gott, die Pommes kenne ich ja noch gar nicht von Five Guys. Die wollte ich auch probieren. Boah, wie viele sind das? Die hab ich schon. Ey, Leute, ist richtig schwer. Ist das alles voller Pommes? Die riechen krass. Schütt mal aus, Alter. Oh mein Gott. Leute, was geht ab? Wow. Ah, die sind mit ganzer Schale gemacht. Boah, richtig Kartoffel. Das ist komplette Schale. Ist ja noch, ey, krass. Also die kommen mir jetzt richtig natürlich vor. Leute, aber boah, das ist auch frittiert, glaube ich. Ich habe Hähnchenteile von KFC. Ey, die riechen voll besonders. Ey, ich will auch Pommes machen. Oh, was will denn? Ey. Die sind auch ganz geschnitten, weißt du? Ja. Ey, Leute, hier richtig schmeckt. Ich muss mal einen Clown, Alter. Ey. Okay, gib Feedback. Wir kennen das doch nicht. Oh, Leute, so richtig mit Schale. Boah, noch. Die schmecken immer noch frisch. Also, ja, die schmecken richtig saftig, genau. Leute, eine Hähnchenkeule. Boah. Boah. Auch richtig lecker. Oh mein Gott. Ey, Alter, wie geil. Was merken wir uns? Wir haben mit einer Pommes genommen.
Aber die sind krass. Oh, ich hab immer gesagt, Mc's hat die wabbeligsten, besten Pommes, aber die sind auch wabbelig und lecker. Hey, jetzt reicht's. Chittig. Einfach Chicken. Du hast das mit Chicken. Kenn ich gar nicht. Hähnchenteil. Hey. Also war eine interessante zweite Runde auf jeden Fall. Beides sehr, sehr geil. Sachen, also, die ich gar nicht kannte. Five Guys und KFC, also, sehr krass. Spannend, die Kombination. Sehr, sehr krass. Vor allem Five Guys. Alter, muss ich mal öfter, also, muss ich öfter essen auf jeden Fall. Also wir sind überrascht. Wir sind sehr krass. Positiv, also okay. Auch nicht erwartet. Halbzeit. Ich hoffe auf ein leckeres Produkt. Okay. Five Guys ist... Ich glaube, wir haben einen zufriedenen Five Guys. Hier ist Five Guys. Hier ist Five Guys. Oh, wenn das stimmt, dann hast du super Kräfte. Ja, Mann, die brauchen nur noch Drive-In, dann ist Five Guys nice. Ja, leider kein Drive-In, ne? Ja. Das ist leider dick Minus. Okay, okay, okay. Ich nehme diesen hier. Okay, sehr, sehr, sehr gespannt. Sehr gespannt. Ob da wirklich Five Guys drunter ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. 3, 2, 1. Wow! Ich hab Five Guys. Ich weiß, was ich gerade so interessant habe. Ich finde mal voll interessant. Ich weiß nicht, was da drunter ist. Was ist das? Immer so an der Kamera. Wow. Ein Hotdog? Was? Oh mein Gott! Wow. Wir haben Hotdogs? Boah! Alter, ist ja doch richtig warm! Das sieht geil aus! Wild, Alter! Oh, ich hab Hot Wings! American! Ich hab Hot Wings, Leute! Boah, aber auch nicht schlecht, Alter! Wow. Oh, ein Hotdog! Oh, warte, warte, warte! Ich brauch's wie Sauersauce. Da liegt noch eine. Ein Hotdog ist so eine Sache, das kennt man eigentlich gar nicht so in so ein Mc's oder Burger King. Ja, Mann, jetzt das einfach gar nicht. Ein Hotdog, also da stechen die schon raus. Ich glaube, bei Five gibt's auch gar nicht so viele Sachen. Boah, die Hose ist crazy, Alter! Boah, ey! Echt krass, Mann! Leute, also, guckt euch das krass, mal an. Krass, krass, krass. Also, ich muss sagen, wild, sehr wild. Leute, die Süß-Sauer darf nicht fehlen bei Hot Wings. Mein Gott, mein Gott. Und wie also, hier ist genug. Zwiebeln, auf jeden Fall. Mach's diesmal hier drüber. Boah, okay. Auch, du machst hier wenigstens schmackhaft. Warten auf dich, wir beißen synchron ab. Saftig. Alter, den Hotdog fühle ich jetzt, ey. Leute. Mein erster Hotdog ever. Hot Wing mit Süß-Sauer. Gönn dir, Digga. Go. Boah! Hammer. Alter. Schmeckt ja? Mein Gott. Das ist auch mal was anderes. Ja, ich bin gar kein Fan eigentlich von sowas Hotdog-Brötchen, aber. Ist echt souverän, das Ding. Das wollen wir schon mal wegknallen. Hab mir so lange nicht mehr gegessen. Richtig lecker. Dieses Sauer ist auch lecker. Boah. Lecker und Scheiß. Hammer. Das liebe KFC, ne? Also, kann ich jeden Tag essen. Das Ding ist nicht schlecht, Alter. Hätte ich gedacht. Und noch schöne Grüße an Natascha! Bam! Du hast dich locker aktiviert, danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! Runde 4! Leute, bisher also, sehr, sehr geil. Ja, Mann, also ich hab ein bisschen Auge gemacht auf deinen Hotdog, muss ich sagen. Der war echt krass, ich hab den nicht mal probiert, Alter. Ja. Bin nicht mal was abgegeben. Tja, da war ich zu gierig. Aber der war echt geil. So, Runde 4 jetzt, ne? Ich bin wieder gespannt, was wir bekommen. Ein, zwei, und. Und. Würde ich mal sagen, diesmal will ich Five Guys. Und ich. Go! So. Okay. Bist du ready? I'm ready, man. Für ein wildes Five Guys Produkt. Wäre jetzt was Feines, ne? Also, Five Guys hat mich echt. Weil ich kenne das noch gar nicht so, die Produkte, und es ist echt interessant. Positiv gerade. Überrascht, auf jeden Fall. Also der Hype, jetzt verstehe ich den Hype auf jeden Fall. Ja, Mann. Wilde Sachen, okay. Wähle weiter, mein Freund. Die Seite hier. Das wusste ich doch, mein Freund. Nee, das guckt, das guckt. Zwei. Leute, ein Triefender. Leute, der trieft hier schon. Seht ihr diesen gelben Öl-Giss da oben? Der trieft schon. Ich habe hier... Was ist das denn hier? Ich hatte beide Burger von Five Guys, aber den Rest nicht. Der sieht gerade sehr random aus. Wow, 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 wow. Leute, wir gucken mal zusammen rein. Wow, 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 wow. Okay. Was ist das denn? Einfach nur. Der riecht eklig aus. Der sieht echt random aus. Guckt euch meinen an. Ich habe einen. Was ist das? Hey, meiner sieht aber auch komisch aus. Guck mal, hier ist nur. Wie heißt der, Digga? Hier ist nur Ketchup. Und zwei Buletten. Ein Cheese Crunch. Also einfach Käse und Crunch. Bei mir ist nur Ketchup und zwei Buletten. Ich glaube, es ist ein normaler Hamburger. Krass, ohne irgendwo. Ohne Grünzeug. Tomate und also so. Ohne nix. Das ist ja voll trocken. Das ist sehr gewagt, muss also ich sagen. Also crazy. Ist ja irgendwie merkwürdig. Aber ein Hamburger jetzt schmeckt. Brötchen ist sehr fluffig, aber. Also, ich meine, sieht auch jetzt nicht so nice aus. Beide so unbelegte Brötchen, so Brötpatties. Ja, Mann, also eben der hat mich mehr überzeugt mit Tomate und so.
Also nicht mal eine Tomate. Aber das Brötchen ist irgendwie entspannt so. Keine Ahnung. Sieht fluffig aus. Voll fluffig. Ja, Mann. Okay. Und riecht auch interessant. Okay. Cheers. Cheers. Ey, mein Brötchen riecht irgendwie süß. Ah, vielleicht so ein Brioche-Brötchen. Kennst du diese Brioche? Ja, yeah, genau. Ja, Mann. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Krass. Dort, so als. Go. Boah. Trotzdem saftig. Das ist nicht so mein Ding. Aber es fehlt was. Tomate, Gurke fehlt. Süßes Brötchen, Käse und dann. Das ist echt gut mit der Alufolie, dann ist das Brötchen nicht trocken. Ja, das ist krass. Das ist gut gelöst. Also den Burger feiere ich auf jeden Fall nicht, den Cheeseburger Crunch. Ich habe ihn eben mehr gefeiert, aber das ist auch gekommen. Ja, diesmal nicht. Da ist Barbecue-Soße drauf. Ja, weißt du? Ja. Aber man merkt, die sind so American-Style, ne? So richtig ordentlich Beef, ne? Wie sind Hopper. Ne, ich feiere ich nicht, echt. Nicht mehr Geschmack heute. Chili Cheese, oder? Ne, das ist Cheeseburger. Cheese Crunch. Mhm. Aber irgendwie nicht gerade mein Geschmack. Ja. So. Runde 5 jetzt angekommen hier. Leute. Huhu. Mächtig, deftig. Ja, also ich muss das haut schon rein. Ja. Und aber Leute, mein Burger, es geht noch mehr rein. Da geht noch was. Mein Burger hat mich eben enttäuscht. Du warst zufrieden, ne? Ich war zufrieden, aber war diesmal auch nicht so frisch, wie ich gedacht habe. Also Tomate und Gurke machst du einfach frisch. Ja, das macht den das Burger. Das muss einfach sein auf dem Burger. Ja, das ist echt ein Must-Have. Ohne geht nicht. Und wir starten die Runde. Let's go! Oh, schweres Produkt hier. Stopp. Irgendwo war was Schweres auf jeden Fall. Stopp. Was Beefiges. Jürgen, lecker. Sie dürfen auswählen für mich. Für dich? Du darfst auswählen. Ich darf dein Schicksal bestimmen? Du darfst mein Schicksal bestimmen. Du nimmst diese Seite. Okay. Huh! Bist du ready? Ah, du hast sogar das schwere Produkt. Ich habe das schwere. Was immer da drunter ist, ich weiß es nicht. Oh, okay. Wieder ein Double Burger mit Double Patty, ey. 3, 2, 1! Oh! Okay, ich habe Five Guys. Und ich habe KFC. Was ist denn das Nummer hier? Nummer 4. Was haben wir hier? Okay. Wow! Ich habe wieder Burger. Was zur absoluten Hölle? Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das? Ein Donut, Alter? Nee. Digga, was für ein Donut? Das Käse! Ist das ein umgedrehter Burger? Alter! Der riecht krass, gib mal her! Was ist das? Wow! Champignons! Geht mir jetzt ab! Was ist das? Was haben wir denn verpasst? Vor allem drin ist so ein Toast, Alter, ne? Champion. Ah, so ein Sandwich. Ich glaube, es gab da ein Sandwich. Sieht aus wie so ein Toastmaker, ne? Ein gegrilltes Sandwich. Mit Pilzen und so. Okay, riecht interessant. Das riecht krass. Ja. Leute, ich habe, wie heißen die Dinger nochmal hier? Klassiker, ne? Wie heißt die? Crispy Filets oder ja, so. Ja, genau. Irgendwie Filet-Dinger ohne Knochen. Ja, einfach so. Nicht zu damit scharf. Damit Calvin das auch essen kann, ne? Der kleine Calvin. Muss. Und ich mag okay. Das scharf. Die sind chillig. Ich bin echt gespannt. Okay, wir schmecken ab. Bin gespannt bei dir. Okay. Man denkt, das ist ein Burger. Ja, dann kommen da Pilze einfach. Ja, Champignons sind so ein bisschen. Das ist nicht mein Ding. Ein bisschen upturnen. Auf Burger mache ich gar nicht. Ja, Champignons. Kann man machen, muss man aber. Ja. Und vor allem ein Sandwich. Das ist noch irgendwie für den Kopf noch verrückter. Ist ein bisschen komisch, Leute. Ich merke keine Soße. Bisschen trocken, aber sehr zart. Muss nicht sein. Kann man machen. Der ist lieber KFC. Hier weiß man, was man hat. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's zu Schweinchen. Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Calvin. Und heute machen wir eine 6. Runde Five Guys vs. KFC, Leute. Die letzte Runde. Du darfst drehen jetzt. Ich darf drehen. Und genau, da darf ich auch. Go! Letzte Runde. Nach Tisch. Ja, aber jetzt so Sweeties, ne? Das Dessert als letztes. Bei den Fastfoodketten gibt's ja auch Sweeties, ne? Ich hoffe mal, was Süßes jetzt hier. Ja, ich hoffe auch, was Süßes ist. Wäre geil. Hier steht ja schon was Süßes, mein Okay. Warte. Ich hab gedreht. Das heißt, ich dann auch so. Du hast auch so. Wer bekommt das Dessert? 3, 2, 1! Wow! Du hast nix. Oh mein Gott. Ich habe einen Milchshake Erdbeer Bacon Schlag. Bacon? Ein. Was? Was? Leute, ist da. Habe ich da gerade richtig gelesen? Alter. Leute, steht hier Milchshake Erdbeer, Bacon und Schlag. Ist da Bacon drin? Wenn da jetzt Bacon drin ist. Five Guys, was geht ab? Ist da Bacon oder war das jetzt ein Fehler? Ich hoffe, das war ein Fehler. Wenn da jetzt Bacon-Geschmack ist. What the hell? Die komplette Fleisch. Nicht, dass jetzt eine Special-Version ist oder so. Ja, auf jeden Fall, ich habe leider nichts. Leute, ich habe nichts.
Ja, du hast nix. Das Dessert ist nur für mich. Die Regie hat vergessen hier am Ende. Ich glaube, es gab keine Milchshakes mehr bei KFC. Genau. Und deswegen leidest du jetzt, Mann. Jetzt leide ich gerade. Mm. Ich gönne dir, dass der Bacon-Geschmack riecht nach Erdbeer. Riecht nach Erdbeer. Wo ist der Strohhalm? Bein nicht ein Strohhalm? Ah, okay. Egal. Leute. Boah, aber sieht schaumig aus. Schaumiger Milchshake. Mm. Kein Bacon? Okay, erst Glück gehabt. Alter, ist der lecker. Ist echt doch schön aus. Cremig. Können wir riechen noch? Genauso sanft, wie der aussieht. Boah, Leute. Läuft ja auch die Kehle runter, Leute. Richtig sanft und noch kalt sogar, Alter. Obwohl er jetzt auch schon eine Stunde da steht oder so. Boah, der ist richtig lecker. Also richtig wie auf Wolke. Mhm. Wie eine Wolke. Also Erdbeeren, ein bisschen Bacon-Geschmack. Also das finde ich richtig gut. Naja, aber ist kein Bacon drin, aber es ist einfach ein Erdbeer-Milchshake. Also ganz standard. Sehr schön cremig. Also die Konsistenz macht es ja aus dann, denke ich mal. Ja, krass, Mann. Und extrem cremig und geil. Ja. Also würdest du sagen, kann man machen bei Five Guys einen Milchshake? Auf jeden Fall, ja. Den gönn ich mir jetzt vom Schlafen, Leute. Und ich geh leer aus. Aber du gehst leer aus. Ich hab einen schönen Abgang. Leute, das war's von der heutigen Challenge KFC vs. Five Guys. Fand ich sehr, sehr nice. Ja, war Five Guys mal was komplett Neues. Hotdog einfach gegessen von der Fastfood-Kette. Ja, man hat also noch gar nicht auf dem Channel. Ja, hat man noch gar nicht. Ja, man. Welche Ketten hatten wir noch nicht, die es in Deutschland gibt? Schreibt's in die Kommis. Schreibt's in die Kommis, seid kreativ. Ja, dann kommt das wahrscheinlich. Und Leute, checkt unseren Gaming-Kanal Brownies ab. Bam! Link in der Beschreibung. Hier nochmal eingeblendet. Ja, Mann. Da sind wir wieder aktiv. Da sind wir wieder aktiv, Leute. Und es kommen geile Grusel-Games und gemütliche Horror-Games, Leute. Richtig, Leute. Checkt unbedingt vorbei. Wir gehen jetzt auch direkt zocken für Brownies. Yes. Wir sehen uns da, Leute. Bis zum nächsten Mal.